Okay, Freunde, wir setzen unsere Doom 3 Nostalgie-Reise fort und halten an der letzten Haltestelle der BFG Edition, und zwar den Lost Missions. Das ist die letzte offizielle DLC, mehr oder weniger, kann man sagen. Die gab es als Extra. Ich habe es schon einmal durchgespielt auf Englisch, nur schon eine Weile her. Ich habe schon wieder alles vergessen. Keine Sorge. Wir sind im Endpro-Bereich. Wo immer das auch ist. Ruhe, habt ihr das gehört? Anführer hier, wie ist der Status? Korridor ist frei. Ah, da spielt man einen der Gegenseite, glaube ich. Auch nicht schlecht. Einen der Marines. Sozusagen, einer ist entkommen, weil alle anderen sind ja eben genau das ist ihnen passiert. Oh, ich habe nur meine Fäuste. Nur meine Fäuste und ich. Ich und meine Fäuste. Hol ich keine Gummifäuste. Oh, noch einer. Ha, die gehen aber schnell K.O. Ich habe doch nur die Pistole. Der hat es nicht geschafft. Der ist nicht mal zum Dämon geworden. Weiß auch nicht, was besser ist. Als Dämon sterben oder gleich sterben. Ich weiß nicht, es sagen immer alle in diesen Zombie-Filmen, keiner will zum Zombie werden, aber ich weiß nicht. Ich bin da anders. Mir wird es eigentlich nichts ausmachen. Besser als tot, oder? Da bin ich wenigstens ein Zombie. Keine Ahnung, wie ihr da denkt. Würdet ihr ein Zombie sein wollen? Oder würdet ihr einfach nur tot sein wollen? Was nehme ich denn? Es ist nicht viel Munition vorhanden im Moment noch. Und da steht ein Riesenfass. Aufgepasst. Und die Rüstung. Sehr wichtig. Schade, dass ich dem jetzt keinen Tritt geben kann. Wie in Dead Island. Oh. Die Gegner werden etwas stärker. Das war schon ein Imp. Oh. Meistens kommt dann von hinten auch einer. Also die Lost Missions sind gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wieso die verloren gegangen sind. Ich hätte sie drin gelassen im Hauptspiel. Oder war das gar nicht gedacht als Hauptspiel? Ich glaube, es war von Anfang an von id Software als DLC geplant. Aber wieso sie es dann nicht veröffentlicht haben damals schon, sondern nur jetzt im Zuge der BFG Edition, ist mir schleierhaft. Denn die Levels sind wirklich gut. Und der Schwierigkeitsgrad ist auch etwas höher als im Hauptspiel. Oder sogar in, wie hieß es, Resurrection of Evil. So, und außerdem kann man sich in den Lost Missions wirklich schnell verlaufen. Die tragen den Namen zurecht. Die Missions sind nicht nur lost, sondern man ist auch lost. Und wie ihr wisst, ist das ein, ja, meine Achillesferse. Ich verirre mich in meinem Abstellraum. Eine Rumpelkammer. Wenn ich eine hätte. Verschafft dir Zugang zur Zentralsteuerung. Wieso sagst du mir das jetzt? Vorher bin ich auch da vorbeigelatscht, da hat keiner was gesagt. Komisch. Wir sind eher anfällig für die Pistole als für die Schrotflinte. Kann das sein? Oh. Nein, was ist passiert? Ich ziele aufs Hirn und nichts passiert. Gerade das Hirn sollte ja eigentlich... Ah, der. Oh. Nein, ich dachte, der überlebt er nicht. Ein Nahkampf. Das war ein Nahkrampf. 95. Oh, auf die 5. Der ist auch nicht mehr angekommen, ja. Die mir die auch noch gegeben hättet.
So, das ist einer von denen. Da kann ich eigentlich Munition sparen. Ups. Man hätte auch die Fäuste nehmen können. Nein, ich habe die riesen Gesundheitsbatzen-Dings aufgenommen. Ein riesen Container. Ich hatte aber nur 5 weniger. Ich glaube, man kriegt ein Achievement, wenn man diese Dämonen mit der Faust killt. Kann aber sein, dass ich das schon habe. Jetzt auf einmal, schau. Ich glaube, die paar Feinde am Anfang, die haben sie absichtlich mit wenig Gesundheit gespawnt. Kommt mir vor. So, muss ich zurückschalten. Hey. Da wäre ein Fass gewesen. Die halten mehr aus, kann das sein? Ich habe sie doch immer spätestens nach 2 Schüssen am Boden gehabt. Jetzt dauert es 3. Dabei habe ich nicht mal daneben geschossen. Voll in die Fresse. Oh, der wacht auf. Oh, jetzt hat es mich aber erschrocken. Heilige Scheiße. Eine Schrecksekunde. Da ist dieser Ping. Was macht der Ping hier? Er braucht einen Sonar. Eine Raumstation. Im Weltraum hörte ich keiner pingen. Heißt es. Oh, und der wacht auch auf. Das ist neu. In den Lost Missions wachen sie alle auf. Da wird irgendetwas umgeladen. Das ist der ewige Kreislauf der Energieröhren. Siehst du, die kommen da rein, dann werden sie mit Uranium angereichert oder irgendwas anderem Radioaktiven und dann nimmt es der Greifarm und steckt es irgendwo darauf an die Decke. Frag mich nicht, was da oben ist, dass da so viel radioaktiven Müll verwenden kann, gebrauchen kann. Müsste doch schon alles hochgegangen sein inzwischen. Wow! So nah habe ich mir den noch nie betrachtet. Seinen Darminhalt. Dann gehen wir mal näher ran. Ja, jetzt hat es geklappt. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Die Schrotflinte ist nicht recht zuverlässig, was das betrifft, logischerweise. Hey. Du auch? Ja, du auch. Jeder darf mal aufwachen, auch wenn es nur kurze Zeit ist. Ah, jetzt kann ich schauen. Kann ich schauen, wo das Sinn verladen wird. Schau mal. Moxom liefert das Teil. Es kommt darauf und dann wird es darüber. Okay. Wahnsinn. Hochkomplexe Apparaturen sind hier zugange. Und da wird's. Ja, da verschwindet es einfach. Da unten ist was. Das hole ich mir. Wenn ich könnte. Ich glaube, ich bin zu fett. Ne? Schrothülsen. Hülsenfrüchte. Alles genau betrachten. Es ist das letzte Mal, dass ich dumm sehen werde wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich es ein drittes Mal spielen werde. Also diese Levels, das Hauptspiel habe ich glaube ich öfter als 3-mal gespielt seit Erscheinung. Erscheinungsdatum war von Doom 3, ich weiß es nicht mehr. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr. 2006? Ich glaube, es kam zeitgleich mit der originalen ersten Xbox raus. Also nicht mit der Xbox One, sondern mit der ersten Xbox. So, den brauchen wir nicht rufen, der ist schon da, aber er fährt nicht. Er ist offline. Trotzdem muss ich da irgendwie rauf. Die Frage ist wie, weil da geht es nämlich nur runter, nicht rauf. Gut, dann geh mal runter. Au. Da ist was. Aha. Wir können zirkumventieren.
Geh zum Reaktorkern. Ha? Wer stöhnt da? War das ich? Oh nein, das war er. Er ist hier in der Gaskammer. Ui, und der Mann mit dem Schraubenschlüssel. Und der Hinkebein. Geht auch nicht mehr so gut wie früher. Ein Zombie hat es schwer. Kann ich da? Nee. Muss ich oben und da geht es automatisch auf. Da kann ich den Strom einschalten. Der ist auch schon an. Welchen Strom? Generator. Stromversorgung reaktivieren. Das war meine Mission, verstehe. Vergessen. Oh, du Arsch. Musst du mir büßen. Jetzt habe ich dich ausgesperrt. Mach auf. Sag bloß, ich komme da jetzt nie wieder raus. Ja doch. Komm schon raus. War da noch Gesundheit? Moment, das... Mann, schon. Irgendwo war noch Gesundheit, aber... Müsste ich ganz zurückgehen. Dazu habe ich jetzt keine Lust. Wir werden schon überleben. Was ist da? Noch eine Tür. Ah, ist er? Gut, dass ich nicht zurückgegangen bin. Das wäre ein Schildbürgerstreich gewesen. Schrotflinte ist einfach geil. Ja, eigentlich gar kein Anhänger der BFG. Der Big Fucking Gun. Weil es irgendwie zu wenig Befriedigung dabei, sie abfeuert. Aha, falsche Seite. So, was haben wir jetzt bewirkt mit dem Reaktivieren des Stromes, des Stromgenerators? Was genau haben wir bewirkt? Ich glaube, ich muss ganz zurück, ne? Oder? Nicht. Oh. Ja, ich glaube, ganz zurück. Hier stand doch, ich muss... da haben wir schon den Salat. Hab mich schon verlaufen. Wie befürchtet. Oh, fuck, oh, fuck. Da stand das doch irgendwo, dass ich den Strom einschalten muss, ne? Sag bloß. Ja, ich glaube. Nee, falsch. Total falsch. Oh Gott, ich bin wieder ganz zum Level Anfang gelatscht, wie ein Rindvieh, oder? Und da ist auch noch zu. Oh shit. Ich hab's befürchtet, dass mir das blühen wird. Aber man sprintet recht schnell. Ja, da ist nämlich auch nichts, oder? Ja, doch. Nee, ich war gar nicht so falsch. Oder? Ach so, das war nicht die Tür. Die habe ich aber gemeint. Ich wollte zu der Tür zurück. Aber dass es die falsche Tür ist, das konnte ich nicht ahnen. Sorry. Wenn es rot blinkt, geht es nicht auf. Auch mit Strom. Also was soll das Scheiß? Da vielleicht? Nee, es geht nicht auf, wenn es rot blinkt. Es hat alles seine Richtigkeit. Da unten vielleicht. Nein, da ist ja auch zu. Aber wir haben doch den Strom eingeschaltet. Oder muss ich noch wo drücken? Da war vielleicht ein Schaltpult, ha? Huh? Nein, es ist ein Schaltpult, aber man kann nichts drücken. Das ist der kleine, aber feine Unterschied bei den Schaltpultern. Wenn wir gerade da sind, nehmen wir noch die Munition mit. Ah, doch! Siehst du? Nur weil es rot blinkt. Gut, dass ich gecheckt habe, sonst wäre ich morgen noch im Kreis gerannt. Schau dir die Frechheit an. Lassen es rot blinken. Obwohl, jetzt bin ich wieder da. Aha. Was? Ich bin im Kreis gerannt? Aber da war doch... Ich kenne mich nicht mehr aus.
Shit. Die Tür ist jetzt aufgegangen, die war doch vorher zu. Und wieso führt die einfach nur wieder hier zurück? Wer hat sich denn den Blödsinn ausgedacht, Mann? Das wird's nicht sein, oder? Himmel, Herrschaft, Zeiten! Mach doch die Tür auf! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wenn ich es nicht bald finde, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da werde ich es dann schon schaffen. Ich habe ja den Generator eingeschaltet, ne? So! Du Arsch! Mach auf! Oh! So! Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin habe ich es herausgefunden, wo ich hin muss. Hoffentlich. Haltet mir die Daumen. Bis dann. Tschüss.